geschlossen. Das ist doch wie die BDR-Grenze, was Sie hier machen, mit so einer sensiblen Sache. Und das sagen Sie, ja, Herr Böbe. Nee, nee, Herr Böbe, nee, nicht noch weiter. Ja, nee, so in die Kulturbarbarei. Nee, vor allen Dingen, das ist das, haben Sie solche Schweine genehmigt. Weil sie alle korrupt sind, die stecken da alle unter in der Decke. Mit Ihr Chef, Frau Dr. Friedrich. Ihr Unwahrsager-Chef. Sie wissen, ich habe ihn gefragt, ob er was weiß von der GmbH-Bildung. Wie er rumgedruckst hat und 2 Tage später steht es in der Zeitung. Elitengold ist es. Leider ist er ja gleich wieder weggegangen. Ich konnte ihn nicht greifen. Sie kassieren den weg. Ja, ja. Also reden Sie mit Frau Karl-Hauser, die kennt das eigentlich ja, so. Ja, ich denke schon. Ja, da hier noch. Und dann sage ich Ihnen nochmal, wir sind 11 Tage verzögert worden mit dem Termin. Wissen Sie, da lege ich einfach dann auch den Hörer mal hin. Ja. Ich kann Ihnen das chronologisch genau aufschreiben, mit wem, wann ich gesprochen habe. Und da, ja, nee, ich verstehe nicht. Es geht um den Termin, den wir dann ausgeschlagen haben, weil er von Ihnen ignoriert worden ist. So ist es. 14.000 Leute, die hier bei uns. Ja, aber 14.000 Leute, wenn die sind, kaum mal weg. Das ist ein schlechter, die Frau Zelt gekümmert.
Ja. Aber es gibt. Nee, auch wir haben keine Zeit. Ja. Nee, bei denen aber, wie sich nehmen, bislang eher einzumachen, es gibt keine Zeit, es ist schon in der Masse. Nein, das ist nicht richtig. Und die waren froh, dass sie los sind. Da lass es heute noch mal umsonst rein. Massen über die Masse. Ja, an der Kasse geht es wahrscheinlich nicht recht vorwärts. So, Leute,